Coast of Death ist ein echter Klassiker und eine der wenigen Karten, die ich als Kind schon regelmäßig gewinnen konnte. Dass es sich hier um eine der drei Karten handelt, bei denen man auch direkt ins Gewinnerteam wechseln kann, ist natürlich reiner Zufall. Und es ist auch eine der Karten, auf der ich vor über 17 Jahren den Kartenauswahlglitch entdeckte. Wir spielen hier als Römer und müssen die eine Siedlung der Mayas und Wikinger zerstören. Dabei befindet sich unsere Hauptsiedlung auf einer eigenen Insel, was bedeutet, dass wir effektiv nicht verlieren können. Gewinnen ist natürlich wieder eine andere Frage. Auf der Hauptinsel starten wir bereits mit einem Brückenkopf, den wir aber in dieser Form nicht behalten sollten. Die beiden Berge im Westen unserer Insel enthalten Eisen und Kohle. Im Osten gibt es ein größeres Gebirge mit Kohle, Stein, Schwefel und Gold. Die beiden Gebirge bei unserem Brückenkopf enthalten Kohle, Eisen, Gold und Stein. Theoretisch könnten wir hier also eine voll funktionsfähige Siedlung aufbauen. Dazu müssten wir aber unsere Startvorgaben von unserer Insel rüberbringen und leider können wir hier nirgendwo einen Hafen bauen. Und der Umzug wäre sowohl mit als auch ohne Handelsschiff mega umständlich. Zusätzlich zu allem gibt es in den Bergen zwischen den beiden feindlichen Siedlungen herumliegende Waffen und Gold, aber die zu holen wäre ziemlich umständlich, insbesondere da unsere Diebe den direkten Weg nicht überleben. Und in der nordöstlichen Ecke der Karte gibt es eine Insel mit 30 Level 3 Schwertkämpfern der Wikinger, es gibt aber keinen Grund mit ihnen zu interagieren. Der einfachste Weg ist leider, den Brückenkopf aufzugeben, indem wir alle Türme dort abreißen. Expandiert trotzdem ein wenig in Richtung Osten und nutzt dann einige Förster, um einen künstlichen Wald zu schaffen. Dieser verhindert später die Ausbreitung der Mayas und sorgt dafür, dass uns das Gebiet später als Sammelpunkt dienen kann. Außerdem eignet sich der Wald gut für ein paar Bogenschützen-Diebfallen. Danach baut ihr normal auf eurer Insel weiter und stellt eine Armee auf. Besiegt die Mayas zuerst und lasst gegebenenfalls den Turm bei der Grenze zu den Wikingern stehen. Die Wikinger bauen ihre Kaserne immer an der Grenze zu den Mayas. Wenn ihr diesen Bereich kontrolliert, könnt ihr also ihre Soldatenproduktion blockieren. Danach ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihr sie überholt habt. Schlagt euch am besten durch die Gebirgskette, der hintere Bereich der Siedlung enthält die Nahrungs- sowie Schwerindustrie und ist relativ schwach verteidigt. Selbst wenn ihr das Gebiet nicht halten könnt, könnt ihr die Siedlung effektiv lahmlegen. Diese Karte schien mir immer etwas unfertig. Der ursprüngliche Plan schien zu sein, dass man zwei Siedlungen parallel hochziehen muss, aber das wurde nie umgesetzt. Und da Siedler 4 anders als sein Vorgänger selten mit expliziten Niederlagebedingungen außer Verliere alle Türme arbeitet, gab es auch gar keinen Grund, die zweite Insel überhaupt zu nutzen. Das schien nach einem Remaster zu verlangen. Also setzte ich mich dran. Das Ziel war, dass die Siedlung auf der Insel den Brückenkopf auch tatsächlich versorgen muss. Dazu gab ich dem Brückenkopf einen Hafen und etwas mehr Baumaterial, dafür musste er nun auch tatsächlich verteidigt werden. Wenn der Hafen oder alle Türme im Umkreis zerstört werden, ist das Spiel vorbei. Piratenschiffe machen nun das Meer zwischen den Inseln unsicher, aber dafür gibt es nun auch zwei sekundäre Ziele, die ihr erfüllen könnt. Wenn ihr den Hafen der Mayas zerstört, erscheinen keine Piratenschiffe mehr. Und eine kleine Questline kann euch dabei helfen, den Brückenkopf zu verteidigen. Leider gab es einige Pannen. So fand ich zum Beispiel auf die harte Tour raus, dass Saboteure weder Häfen noch Werften angreifen können. Wie komme ich auch nur auf die Idee, dass diese Einheit auf einer Karte, wo man sie überhaupt rekrutieren kann, auch nützlich sein könnte? Aber wie sich herausstellte, provoziert die Eroberung des Turms beim Hafen direkt einen Gegenangriff der Mayas, auch vor Ablauf der Peacetime. Das ist also auch erst dann eine Option, wenn man den Brückenkopf schon verteidigen kann, aber eben ohne ihn sicher versorgen zu können. Aber das Schlimmste war, dass meine Änderungen letztendlich nicht das Ziel des Remasters erreichten. Einer der Beta-Tester berichtete mir, dass er die untere Insel praktisch aufgegeben hatte. Und auch bei meinen eigenen Tests wurden Probleme deutlich. Durch die Piratenschiffe und die fehlende Möglichkeit, den Hafen der Mayas früh loszuwerden, kann man eine sichere Versorgung des Brückenkopfes die meiste Zeit vergessen. Aber selbst wenn ich diese Mechanik streichen würde, machen Handelsschiffe, was sie wollen. Sie fahren los, wenn sie nur eine Ware geladen haben, und wenn ihr zwei habt, von denen eines am Zielhafen des anderen liegt, habt ihr auch Pech gehabt. Das Spiel will einfach keine sinnvollen Inselkarten, zumindest nicht, wenn der Spieler gleichzeitig unter Druck steht. Und das alles in erster Linie, weil Handelsschiffe nicht direkt gesteuert werden können und ihre KI praktisch hirntot ist. Obwohl ich relativ stolz auf meine Sekundärziele bin, habe ich mich daher entschieden, das Remaster nicht zu veröffentlichen. Ich kann es einfach nicht guten Gewissens auf die Map Source hochladen oder zur Enhanced Edition beisteuern, um weiter daran zu arbeiten, würde nur von meinen anderen Projekten ablenken.